Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht. Diesmal dreht sich alles rund um Mordekaiser Jungle, denn es ist ja tatsächlich... Oh mein Gott. Ich meine, das ist der Basisskin, ne? Das ist, oh mein Gott, das ist ja ganz schön krass. Okay, ja, also herzlich willkommen. Ich hatte euch ja gefragt, von diesen ganzen Jungle-Changes, die es gab, was ihr davon sehen wolltet, weil ich wollte ein Video zu Darius machen. Viele von euch haben sich allerdings Mordekaiser gewünscht und macht mir, ach, mache ich einfach beides. Und dann habe ich auf die... Ja, der ist tot. Dann habe ich auf die Winrate geschaut und musste leider feststellen, dass die Darius Winrate absolut scheiße ist. Like, really, really, really bad. Die Winrate ist tatsächlich irgendwo bei 40%. Dementsprechend kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, euch das zu präsentieren. Deswegen wird es nur ein Video zu Mordekaiser geben. Wenn Darius Winrate dann irgendwie doch noch umgeht, dann kann es weitergehen. Wie viel labert Mordekaiser denn bitte schon wieder, ne? Yes. Mordekaiser wurde tatsächlich ordentlich verändert. Ne? Die Änderung betrifft die Passive und dort wurde der Minimum Damage, also quasi der Damage ab Level 1 gegen Jungle Monster ordentlich erhöht auf 180 hoch, plus eine Änderung, die ein bisschen untergegangen ist, ist, dass ihr diese Stacks jetzt auch gegen kleine Monster aufbaut und nicht nur gegen große. Bedeutet, früher musste man bei den Raptors zum Beispiel Auto-Attack Q, Auto-Attack machen oder halt E-Spell, um die Passive zu procken. Jetzt ist es so, dass man in der Lage ist, einfach zu sagen, okay, ich hau einen Q drauf und dadurch, dass jeder... Alles okay, Bro? Und dadurch, dass tatsächlich jedes kleine Monsterlein da reinzählt, habt ihr dann instant alles ready. Was ihr auch schon seht, ist, dass eure Grundmechanik ist, ihr lauft weg. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich ja tatsächlich auch generell ein großer Wegläufer bin. Ja, ansonsten, Jungle Clear Speed mäßig war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, er wäre noch ein Ticken schneller, weil der Isolated Damage vom Q-Spell, der wurde ja über die Zeit auch immer mal wieder massiv erhöht. Und ich dachte, dass der quasi dazu führt, dass man schneller durch den Jungle kommt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Ihr tut euch, gerade bei Raptor Cam und so, seid ihr natürlich irre schnell wegen der Passive. Na, also ihr seht das schon, ich laufe einfach aktiv weg. Hätte ihr, wenn ihr hier Zeit... mäßig ein bisschen schneller sein wollt, dann könnt ihr versuchen, eure Passive quasi die ganze Zeit zu halten und die Camps noch ein bisschen länger zu kiten. Aber ihr seht, ne, ein Auto-Tag drauf, schub die ist das Ding auch schon wieder aus. Hier können wir auch easy mal den W benutzen. Aber ihr seht, wir brauchen einfach dieses Schild, was man da kriegt, braucht man im Endeffekt nicht. Deswegen gehen sehr viele auch für den E als zweites. Und dadurch, dass wir einen guten Pull hatten, sind wir allerdings tempomäßig gut unterwegs. Und das gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen über die Runen zu sprechen. Ne? Wir haben hier Kokora dabei, das ist, denke ich mal, ein Selbstläufer. Gerade dadurch, dass ihr Melee seid, solltet ihr aus meiner Sicht doch immer Tenacity mitnehmen, ist dann doch nochmal ein bisschen relevanter. Und dann gehe ich gerne für Taste of Blood mit Ravenous Hunter. Auf der Toplane geht man ja klassischerweise für die Variante, wo man sagt, okay, man nimmt sich lieber... Resolve mit, ne? Einfach weil man natürlich das auf der Lane auch ein bisschen mehr nutzen kann. Oh mein Gott, der will wirklich Stress mit mir. Okay. Bro. Hast aber schon verstanden, dass ich Mordekaiser bin, ne? Ja, da hat er sich mal ganz kurz gedacht, er könnte hier meine Aufnahme stören, aber so natürlich nicht. Lange gewartet mit dem Smite. Im Endeffekt wollen wir in dem Moment uns natürlich auch den Buff holen, ne? Deswegen haben wir da ein bisschen improvisiert und ein bisschen länger gewartet. Aber man sieht schon die Power, gerade auch über Conqueror haben wir da ordentlich was zu mailen. Wir sollten jetzt versuchen, eine Double Crab zu kriegen, das wäre fantastisch. Deswegen sollten wir die Krabbe aber natürlich auch nach unten kiten, deswegen machen wir uns hier auf den Weg. Ja, da hat man es ganz schön gesehen, ne? Also Mordekaiser gerade natürlich gegen Melee Champions immer extrem strong, ne? Also da habt ihr sehr, sehr, sehr gute Tools. Oh. Hier einfach zweimal schnell aktivieren. Nein, halt die Wave da vorne, ich muss hier durchlaufen. Okay, okay. Ja, ja, QE. Ha! Ha! Was macht sie denn? Nee. Oh mein Gott, er ist wild entschlossen, dieser Kha'Zix. Ja, das ist eine... Oh mein Gott. Oh, das ist ein Freekill. Oh mein Gott, die Caitlyn hat mich doch nicht mal bemerkt. Was ist das für ein Game? Einfach mal draufhauen, zack. So, jetzt natürlich der Red Buff drauf. Ja, wen killen wir zuerst, ist hier fast die Frage. Alter, ich bin ein Powerhouse hier, ne? Ja, also gerade in solchen Fights seid ihr natürlich, wie schon gesagt, natürlich mit Mordekaiser sehr, sehr stark. Und das ist auch so ein bisschen die Grundidee, ne? Das ist kein Pick aus meiner Sicht, ne? Den man immer machen kann. Die Winrate geht gerade bei dir auch relativ hart runter, ne? Das ist
tatsächlich etwas, wo man merkt, dass man deutlich, deutlich schwächer wird, desto stärker die Gegner werden. Was größtenteils auch einfach daran liegt, dass die Leute merken, dass Mordekaiser natürlich gut kitebar ist. Es gibt allerdings Matchups oder Kombos, in denen Mordekaiser aufblüht. Und das ist immer dann der Fall, wenn ihr gegen möglichst viele Melee-Champions spielt. Hier ist das nicht ganz der Fall, weil Caitlyn zum Beispiel ein ADC ist, den ich niemals mit dem E betonen kann. Aber ich habe zum Beispiel mit Autofill ein bisschen gespielt und der hat auch ein, zwei Mal Mordekaiser rausgehauen und gerade. Ihr könnt es euch ähnlich sehen, wenn ihr denkt, okay, hier würde ein Urgot gut passen, dann passt meistens auch ein Mordekaiser gut. Ne? Weil ich habe ja relativ viel Urgot gespielt. Und weil ihr da eben eure Stärke gut ausspielen könnt. Ihr könnt einfach sagen, okay, ich bin ein Champion, der natürlich mit der Passive da sehr gut arbeiten kann, der da nochmal extra Power hat. Das ist alles etwas, was euch eben hilft und da ein guter Ausschlag dafür sein kann. Ich attackiere jetzt hier übrigens einmal, um meine Passive aufrechtzuerhalten, einfach nur, um zu zeigen, ob es reicht. Reicht leider nicht. Ist aber auch kein Problem, ne? E-Spell into Q-Spell und ab geht's. Ja, und dementsprechend würde ich es in solche Kombos reinpicken. Ich glaube trotzdem, dass der Champion Competitive einfach in keiner Weise relevant sein wird. Das liegt hauptsächlich auch daran, dass das Design an sich ein bisschen counterintuitiv ist zu dem, was ein Jungler will. Das heißt, eure Ultimate ist ja perfekt, um Objectives zu securen, weil du den Enemy Jungler rausnehmen kannst. Wenn du aber selber auch der Jungler bist, dann wird es natürlich tricky. Das bedeutet allerdings natürlich nicht, dass er ein Champion ist, den ihr nicht in der Solo-Queue spielen solltet. Ich glaube sogar tatsächlich, dass Mordekaiser einer dieser Champions ist, die Leute extremst hart auf den falschen Fuß erwischen können. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr in euer Leben schon mal gegen Mordekaiser Jungle gespielt habt, aber was Autofeder an Damage gemacht hat, das überrascht. Und jetzt auch den Damage, den ich hier drücken werde, gerade wenn meine Head ist, ist ziemlich, ziemlich, ziemlich heavy. Ist natürlich ein Champion, wo man jetzt sagen muss, wie oft kommst du stark ahead? Aus meiner Erfahrung nach, ich habe jetzt so 3-4 Runden gespielt, nicht so mega oft. Was hauptsächlich daran liegt, dass die Leute euch natürlich ein Stück weit respektieren und euer Gang-Setup oder eure Gangs jetzt generell natürlich überschaubar sind. Na, also ihr lauft rum und sagt, ey, guck mal, hier ist eine Honeyfruit unter. Dann solltest du glücklicher sein. Ja, der Engage da unten, den fühle ich noch nicht so ganz. Ja, was wollt ihr, meine Kinder? Wollt ihr Drake? Oh, nee. Ich will doch gar keinen Drake. Ich habe gar keinen Smite. Das könnte sehr awkward werden, ne? Aber ich meine, jetzt kann ich tatsächlich den K6 rein ulten, wenn es sein muss, ne? Dann habe ich tatsächlich vorher nicht gedacht, aber wenn man keinen Smite ab hat, dann ist es tatsächlich natürlich sinnvoll. Na, was soll denn da passieren? Also wenn der Flash sich da engagen lässt, dann liegt das daran, dass er engaged werden will. Dementsprechend will ich hier diesen Play da natürlich nicht riskieren, weil das ist, da das Cup ist, ne? Einfach nicht machen. Also wenn ihr jemanden hinterherläuft und er hat denselben Movement Speed wie euch und er lässt zu, dass ihr aufholt, dann ist das selten daran, weil er sich verklickt hat, sondern in den allermeisten Fällen ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass er will, dass ihr ihn einholt. Ja, okay, aber trotzdem natürlich jetzt einen Full Drake bekommen, ist natürlich auch nett. Gerade da merkt man natürlich auch nochmal diesen erhöhten Schaden von der Passive. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Buff ein bisschen random war, ne? Also wir hatten ja schon mal darüber geredet, warum Riot das überhaupt macht. Also warum will Riot im Endeffekt unbedingt mehr viable Jungler haben oder mehr Champions, die eigentlich nicht in den Jungle gehören, in den Jungle packen. Naja, die Grundidee ist einfach, dass Jungle halt eben eine Rolle ist, die zu wenige Spieler hat. Und einer der großen Punkte, warum quasi Leute sich gegen den Jungle entscheiden, ist, weil sie natürlich die Champions nicht spielen können. Wait, wollen die den diven? So, mutig. Ja, Flash. Hatten wir uns da nicht schon mal drüber unterhalten? Caitlyn. Oh. Syndra, Syndra, Syndra. Oh. Okay. Was ist denn mit dem K6? Den haben wir gefunden. Hallo! Ja, komm. Lauf, du. Hallo. Ich dachte tatsächlich, dass er nochmal versucht auf die eine Seite zu springen, aber ich glaube, er hatte tatsächlich sein Spatter schon auf Cooldown. Insane, ne? Also echt, echt gute Möglichkeiten. Das ist der Account, um den ich auch aktuell mein Jungle-Projekt mache, mit dem ich alle meine Aufnahmen mache. Ich habe tatsächlich in den letzten Kommentaren gesehen, dass ich zu viele Stomps nehme und das macht mir ein bisschen Sorge, weil auch das Game wieder extrem gut läuft. Aber man sieht halt einfach die Power davon, wenn ein Mordekaiser tatsächlich in einer Situation ist, wo er headkommt, wo Leute in euch reinfighten. Weil das ist ja einer der großen Punkte, die ich als eine der ganz starken Schwächen sehen würde. Wenn ein Mordekaiser nicht der Head kommt, da macht er extremst wenig, dadurch, dass er ja niemanden großartig zwingen kann. Also du kannst über der Ultimate kannst natürlich sagen, okay, ja, wir gehen hier in 1 gegen 1, aber das musst du dann natürlich auch in der Lage sein zu gewinnen. Ne? Und das ist mit dem Morde, wenn du behind bist, natürlich deutlich weniger oft der Fall, als man sich das wahrscheinlich wünschen würde.
So, jetzt gibt es ja natürlich links und rechts ein paar Coin. Und dann gehen wir hier natürlich auch schon wieder weiter. Wenn wir mal kurz den Herald machen. Ich muss ganz kurz einer der Sache nachschauen, weil ich hatte tatsächlich gesehen, dass einige in letzter Zeit rübergeschweckt sind zum WMAX tatsächlich. Ich finde aber den E-Maxer 2 ist eigentlich immer noch die bessere Wahl, weil du einfach den Cooldown senkst, mit dem du in der Lage bist, die Leute zurückzuschmeißen. Und das sollte eigentlich immer den größeren Ausschlag geben. Was ich mir ein bisschen angewöhnt habe, auch... Oh. Auch gerade durch das Jungle-Projekt ist einfach zu sagen, oh, Alter, wie hart ich ihn verkloppe. Oh, oh. Oh mein Gott, der Klett ist in meinem Team. Ob ich einen Einstellig in die Kuh habe, fragt ihr euch wahrscheinlich. Die Antwort darauf ist, ja. Ach, dass ich da wieder reingehe, ist ja super dämlich. Aber ich dachte tatsächlich, dass ich ein bisschen mehr rauskriege. Ja, im Endeffekt, natürlich, das ist einer der Mordekaiser, ist einer der Champions, die von diesen Omni-Web extrem profitieren. Wenn der Gegner dich hier allerdings natürlich igniten kann, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Wir haben ja den 10 CS-Werte, ne? Also, da merkt man halt einfach, dass dieser Buff, den man da bekommt, halt sehr, sehr ausschlaggebend ist. Ich würde übrigens nie mal Magic Pam Boots gehen, sondern ihr geht hier die Cooldown Reduction Boots. Die sind aktuell auf allen Junglern ja immer noch extrem beliebt. Und das hat auch gute Gründe. Und als Item danach würde ich euch immer Sonias empfehlen. Es gibt einfach Champions wie Mordekaiser, die einfach so sehr davon profitieren, wenn du da Sonias zur Verfügung hast, weil du halt vorne drin stehst, so ein Fake Tank bist. Und wenn eure Passive das Damage macht, kriegt ihr über Omni-Vamp trotzdem Leben wieder. Ziemlich sick, oder? Also das sollten eigentlich genug Gründe sein, sich dafür zu entscheiden. Botlane dive einfach gefühlt komplett durch. Ein bisschen überraschend, na. Sollte man nicht machen. Ich kann aber trotzdem da unten gleich die Wave annehmen gehen. Die Krabbe werde ich natürlich nicht kriegen. Vielleicht stelle ich mich unten schon im Busch. Hallo? Haben Sie Zeit, um mit unserem Herrn Jesus Mordekaiser zu sprechen? Hallo? Nee? Doch, doch, Sie haben doch Zeit. Ich sehe das doch. Also ganz ehrlich, coinmäßig, ganz schön nett. So, Second Drake, natürlich dadurch auch uns. Also, ich muss sagen, also gerade wenn du jemanden ultest und mit der Ult gekillt hast, dann ist natürlich generell Game Over. Boah, ich hab, ja, ich weiß nicht. Ja, die laufen netterweise schon weg, ne? So lobe ich mir das. Ich weiß nicht, ey. Das ist so ein risky Call. Da werden einfach unten für den Herald, also den Herald placen sollen. Ich glaube, das ist besser. Ja, was ich gerade gesehen habe, ist, ich kann mich natürlich mit dem W auch einfach situativ heilen. Ja, und was ist jetzt, Thresh? Okay. Alter, der Q-Damage. Na, wahrscheinlich ein bisschen too much, ne? Also ich muss sagen, wenn ich den W gerade nicht zur Verfügung habe, bin ich relativ squishy. Das heißt, der richtige Umgang mit W ist wahrscheinlich auch das, was einfach gute Mordekaiser von sehr guten unterscheidet. Und damit Mordekaiser von mir. Die haben 300 Shutdown wert. Alter, Jungler, ne? Wir sind einfach alle broken. Darkseer natürlich auch ein wunderbares Item. Und dann gehe ich hier sehr gerne Seeker. Wobei ich sagen muss, dass wenn ich so kurz davor bin, das Gold zu haben, dann bin ich normalerweise, also hätte ich jetzt hier quasi ein Buch gehabt, hätte ich mich für den Codex entschieden, statt für die Seeker. Weil tatsächlich die Seeker natürlich ein Item sind, was quasi braucht, bis es nützlich ist, weil du es quasi stacken musst. Oder bis es sehr effizient ist, um es mal anders zu formulieren. Ach scheiße, jetzt habe ich den Herald nicht vor der 14 Minute geplaced. Das ist natürlich komplett int von mir. Da war natürlich gar nichts. Das solltet ihr mal machen. Glasklarer Fehler von mir. Ja, aber das ist so ein bisschen Überlegung. Und wenn ihr eben Sonias baut, dann kriegt ihr eh die Stats von dem fertigen Seeker quasi. Und, oder den komplett vollgesteckten Seeker. Deswegen. Oh, jetzt muss ich den auch noch placen. Ich bin aber auch ein Trottel, ne? Ich rede so viel über den Herald. Aber machen tue ich da gar nichts. So, wir wollen jetzt wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung ziehen. Also ihr könnt ihn natürlich auch immer schon in die Richtung hauen, in die ihr unterwegs sein sollt. Ich benutze jetzt den Weg quasi nicht mehr im Jungle, um irgendwas da nochmal extra rauszukriegen oder so, weil es tatsächlich jetzt immer darum geht, dass ich ihn zur Verfügung habe, wenn es zu einem Fight kommt, weil der W-Spell dafür dann natürlich sehr wohl nützlich ist. So, jetzt müssen wir einmal schauen, ob wir nicht hier den Mordekaiser bedrohen können. Ich glaube, ich kann ihn wieder einfach ulten. Ja. Aber wir sind natürlich gerade in einer Überzahlsituation. Na gut, das ist, denke ich, okay.
Ja, wobei ich sagen muss, vielleicht ist es nicht okay, ne? Aber die Sutra ist doch tot. Ich denke, ich werde hier einfach die Wave pushen. Ich habe hier relativ viel getext, ne? Gerade wenn ihr so weit ahead seid, müsst ihr euch da halt immer überlegen, ob ihr wirklich euer Team zurückhalten wollt, weil das ist ja im Endeffekt das, was ich tue. Dadurch, dass ich hier die ganzen Waves nehme, denie ich natürlich meinen eigenen Teammates in diesem Moment Farm. Ich habe aber schon das Gefühl, dass wenn ich sie ja schaffe, in einem AD-starken Zustand zu bleiben, die Gegner einfach keine Tools gegen mich haben. Also Caitlyn hat natürlich die Range, mit der sie da vorgehen kann, aber der Rest ist da echt aufgeschmissen. Sindra hätte kurz warten können, damit ich nicht nochmal ihre XP klaue. Aber vielleicht ist sie damit auch einfach fein. So, und jetzt hier wieder ein Q drauf, sofort die Passive am Start. Das ist halt schon sehr angenehm, ne? Smite hätte natürlich besser sein können. Ich glaube, die Sindra wird runtergerannt. Die muss echt aufpassen. Aber die scheint klar zu kommen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Der Fight sah eben schon so close aus und ich glaube, der wird nicht besser. Ach, scheiße, ich wollte auf die andere Seite. Ja, ich kann den ulten, aber das ist es nicht, ne? Wir sind hier auf dem Killing Spree, die Caitlyn. Scheiße. Ich frag mich, ob ich den fighten kann. Ich glaube, ich bin so oder so tot und ich gebe den Kill natürlich lieber an den Sign. Ich dachte aber nicht, dass der noch flasht, um da wegzukommen. Oh, Arbeit. Man kann Q einflashen, ne? Das heißt, ich hätte Q flash sollen. Ich kann den dadurch buffern. Das ist ein guter Punkt. Ich hatte natürlich auch noch die Stopwatch, aber ich weiß nicht groß, was ich da mit der Stopwatch hätte machen sollen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie kriegen wir hier. Brauchen wir hier Reduction? Was brauchen wir, ne? Ist gar nicht so einfach. Also Demonic Embrace ist natürlich ein sehr, sehr cooles Item. Na, es gibt euch fast alle Stats, die ihr wollt. Wahrscheinlich ist Demonic Embrace tatsächlich der Way to go hier. Also ihr seid generell natürlich stark in den langen Fights und erhöht dadurch einfach nochmal diese Power. Ich würde gerne 40 Sekunden in den Drake fighten. Also das ist auch wieder so ein Game, ne? Wir spielen gegen eine Caitlyn und dann trotzdem früh die Drakes bekommen, einfach weil wir im Jungle dominant waren. Normalerweise ist der Caitlyn-Lane immer dafür da, dass du auch früh diese Drakes kriegst. Wir haben mit den Turm gebrochen und bot den Turm. Das heißt, der Zugang zum Drake ist für uns auch leichter als für die Gegner. Und dementsprechend sollten wir dazu übergehen. Um einmal über die Winrate zu reden, weil das habe ich tatsächlich noch bis jetzt ein bisschen vercheckt zu tun. Die ist okay, ne? Also die ist ein Prozent geringer, als sie tatsächlich auf der Top-Lane ist. Nee, ich glaube nicht, dass das unser Fight ist hier. Nee. Aber da sind wir halt, wir haben wenig Optionen, da nochmal zurückzugehen, ne? Weil wir drin sind, sind wir drin. Ist aber auch ganz gut, dass die Schwächen jetzt hier auch deutlich werden, die so ein Champion dann natürlich hat. Das heißt aber auch, dass wir natürlich da in so einem Fight niemals... Oh mein Gott, what? I see, man. Das war super wichtig. Dass wir in so einer Situation niemals da einfach so reingehen können. Und man sieht auch, ich kann die Caitlyn ulten. Das ist auch cool, ne? Dann ich ziehe dir mein Deathrom. Wow, mein Gott. Aber ja. So ist es natürlich schwer. Ich denke, dass jetzt Win-Condition-mäßig das Game natürlich ein bisschen tricky ist. Achso, Win-Rate-mäßig, wie gesagt, nimmt einen ordentlichen, geht ordentlich runter in Dir, ne? wo ich den natürlich hier auch spiele. Oder in Dir 4 MMR, Platin 1 Elo. Also da wird er generell einen Ticken schwächer, als er im Platin ist und natürlich auch darunter. Also desto geringer die Elo, desto besser ist dieser Champion wirklich. Einfach, weil er natürlich auch eine gewisse Stumpfheit mit sich bringt. Ne? Also, ihr habt sehr, sehr gute Tools, wenn ihr quasi Leute habt, die euch nicht suspekten. Und ihr habt ja gesehen, der Kha'Zix zum Beispiel wollte mich invaden. Der wollte mich invaden mit Dark Harvest. Ich habe Conqueror. Das ist schon frech. Ne? Da einfach zu sagen, okay, ich gehe dafür in den Invade. Aber was erwartet man von einem Mordekaiser Jungle? Naja, wahrscheinlich sogar, dass er Low im Jungle wird. Ich muss sagen, ich hatte guten Pull. Also ich habe das Ganze, ich mache vorher im Practice-Tool immer so ein, zwei Clears, auch generell. Auch um ein Gefühl dafür zu kriegen. So. Ja, das ist natürlich jetzt hier relativ chancenlos für sie. Ach, krass. Krass, krass. Da hilft natürlich auch nochmal in dem Moment Red Smite, aber wenn sie Gale Force und E-Up hat, dann hat sie Tools. Wenn nicht, ist es schwerer. Ich dachte aber tatsächlich, dass ich sie nicht so einfach killen kann. Ja, ich gehe mal in die Stopwatch. Ich hatte keine Trader. Akku.
Deswegen war es eigentlich nicht notwendig. Ich sollte wieder den Hook nehmen. Alter, das Schild ist aber auch saftig, ne? So, jetzt wird es natürlich auf jeden Fall ein Blutbad. Ah, einfach wieder klassisch Overstate, ne? Wir kriegen den Turm, aber... ist schon schwierig so. Mein Team ist relativ far behind. Ich darf da eigentlich dürfen wir gar nicht so weit nach vorne gehen. Die fühlen sich allerdings natürlich relativ sicher, wenn ich damit unterwegs bin. Aber jetzt ist der Kha'Zix tatsächlich unendlich fett. Holy shit. Und der Vladimir, der macht seinen Job auch gut, ne? Und die Caitlyn ist eigentlich auch gut im Game. Eigentlich ist das Game fucking doomed. Also, desto länger ich hier auf Tab drücke, desto unglücklicher werde ich, ne? Da wird eine Herausforderung. Also, das Schöne ist, dass wir immer noch den Drake-Steal als Win-Condition haben. Aber man muss natürlich sagen, dass die Win-Condition schon relativ schwach ist, ne? Also, vielleicht habe ich auch zu viel getext, aber ich habe ja nicht so viel getext, dass meine Botlane, die sind halt 5 Level insgesamt behind. Midlane 2. Das wird natürlich schwierig. Da muss ich auch leider sagen, dass der Rap-Buff natürlich jetzt eher noch bei mir aufzuheben ist. Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, dass in so einem Szenario, wenn es ein gefiederter Gegner ist, habe ich das Gefühl, Mordekaiser way too good. Ne? Wenn ihr sagt, Alter, immer einer ein Gegner-Team ist zu fett, spielt Mordekaiser. Du ultest den einfach und sagst dir, ich hau dir jetzt auf die Fresse. Und dann machst du das. Wenn es mehrere sind, schwierig, ne? Also irgendwer haut dir Männer auch auf die Fresse. Wobei man sagen muss, dass diese Standardlogik, Morde kann nur einen Gegner killen, tatsächlich gar nicht so richtig ist. Wir sollten jetzt hier auf jeden Fall für einen Kill gehen. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt nur so semi-witzig für mich. Okay. Also Lanes Shadow, um da mit dem Solo-Laner einzukehren, möglich. Aber dafür ist der Preis natürlich jetzt auf der Midlane hoch. Aber das war zu erwarten, ne? Also wir müssen in dem Moment natürlich auch irgendwas machen. Wir haben jetzt den Morning Embrace ab. Das heißt, wir sind aber besser. Vielleicht müssen wir sogar langfristig hier Reduction holen. Damit wir als Team etwas gegen den Vladimir machen können. Jetzt wäre der Moment, Alistar. Jetzt oder nie, ne? Ich denke, wir killen einfach den Zion. Der wird aber natürlich rausflashen. Vielleicht können wir mit Klett oder allerdings hinterher. Wow. Wow. Wie oft ich persönlich hier gerade geblockt wurde, ist ja beyond me. Aber ich meine, wenn wir die Records interrupten hier, dann ist das actually insane, ne? Weil der Drake kommt. Die Gegner haben schon hart gegreedet. Wie süß von denen. Ich hätte das niemals meinen Jungler gelassen, wenn er so fett ist. So, für die wird das natürlich jetzt nicht einfach. Ja, das ist ein Flash. Kann ich scheinbar zone den Sign for whatever reason. So, ich nehme den einfach mal raus. Scheiße. Ah, das ist ein Panther von der Caitlyn. Ja, und da hat man so ein bisschen die Struggle gesehen, ne? Ich hatte gehofft, dass sie ihn kriegen, wenn ich's rausnehme. Sony ist auch leider nicht so hilfreich gegen Caitlyn. Ich glaube, ich hätte den Thresh am Ende mit dem Q noch killen wollen. Ich wollte den unflashen. Ich habe quasi Flash gespammt. Aber nicht gemerkt, dass ich den Trap unter mir habe. Und dass der eine Stopwatch gebaut hat, war auch richtig smart von ihm. Wer das Stopwatch hat, hat er 4 denied. Ich dachte aber... ja, ich dachte schon, dass der richtige Play ist. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich weiß wirklich nicht, ob es einen besseren gegeben hätte. Wir können natürlich jetzt noch Rhydeye gehen, ne? Das ist so der Classic Off-Tank-Mage-Build. Ah, das war... ich bin halt auch einfach viel zu fett, um mich aus der Affäre zu ziehen. Ich glaube, den einzigen, den ich so holen darf, ist die Kate. Aber hat sie eine Stopwatch? Nee, das ist aber frech. Keine Stopwatch zu haben, ist frech. Wirklich frech.
Ah, die Kombo war es nicht. So, Red Smite nicht drauf. Der Kill, den haben wir. Oh mein Gott. Noch ein Red Smite. Ah, ich hatte Sonja jetzt erst wieder in 5 Sekunden. Ah, wenn ich da ein bisschen früheres Sonjas abhab, ne? Dann kann ich den Fight vielleicht holen. Aber so muss es im Endeffekt laufen, ne? Ich habe quasi Flash E gemacht, damit ich die wieder zu mir ziehen kann. Ich habe vielleicht eine Double Stopwatch für den nächsten Fight. Ich glaube, ich hole mir eine Double Stopwatch. Aber das Problem ist, da liegen da halt 5 Traps drunter, ne? Scheiße, ey. Ich muss sagen, bei der Aufnahme aktuell sind absolute Banger, ne? Also die Games sind auch nice, wenn ich da denke, was ich manchmal für... Ich habe das Gefühl, das ist ja derselbe Account, mit dem ich aktuell beim Jungle-Projekt auch on-stream spiele. Schaut übrigens gerne auf Twitch mal vorbei, wenn ihr wollt. Und ja, der ist... normalerweise habe ich da richtig, richtig stompy Games auf meinen Seiten, so wie eure League-Games halt auch sind. Aber aktuell habe ich das Gefühl, habe ich bei den Aufnahmen echt Glück. Und ich muss sagen, mein Cutter übertrifft sich aktuell selber. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? 30 Sekunden auf Nash. Ich glaube, ich sollte einmal die Botwave rauspushen. Weil das vielleicht besser auch wer macht, der das Gold braucht, ne? Hard to enter. Sie ist an der QSS dran, aber sie hat sie noch nicht. Ja. Esther, du darfst nicht weglaufen, ne? Du bist der Einzige, der das Wort Tankiness halbwegs buchstabieren darf. So, das Banshee ist runter. Hat das den Damage gerade durch mein Schild gemacht? Ja, das wird natürlich jetzt tricky. Naja, das war's nicht. Ach, schade, ey. Ich glaube, ich muss die Kette da trotzdem in die Ult gehen, aber das schaffe ich einfach nicht. Aber schön, dadurch hat man auch ein bisschen die Grenzen des Trapeins gesehen, ne? Also, einen Gegner rausnehmen ist ganz geil, aber gerade wenn jemand seinen Range ausspielt, wie jetzt Kate im letzten Fall, also die Range der Ultimate ist zwar massive, aber eine Kate kann mich trotzdem da relativ gut aufhalten. Und wenn ich nicht eben die Ult durchkriege, den einen Kill habe, die Stats klaue und dadurch quasi am Start bin, dann wird es extrem schwer. Ich habe versucht, die Double Stopwatch zu setzen, habe es aber tatsächlich nicht geschafft. Ich glaube, der gute Hook vom Flash hat mich da tatsächlich abgehalten. Wow. Lord Kha'Zix, dass selbst nach so einem klaren Game am Ende immer der Report kommen muss, dass ich halt League of Legends wie sein muss. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Aufnahme insgesamt. Ich glaube, ich habe die Punkte gut rübergebracht, die ich rüberbringen wollte, ne? Wie gesagt, Q, Winrate-mäßig. Können wir noch ein bisschen über die Matchups reden, wenn ihr wollt. Das ist wahrscheinlich nochmal ganz interessant. Da ist es quasi so, dass Morgana, Evelynn sind damit die schlechtesten, also quasi diese AP-Jungler. Gute Matchups für euch sind eigentlich alle Tanks. Also gerade wenn sowas wie Sejuani gepickt wird, ne? Super easy. Dr. Mundo zum Beispiel ist allerdings schwer, ist ja einer der wenigen Tanks, die da eben gegen klarkommen. Ich werde hier den Klett ordnen. Ich finde, der hat das ganz gut gemacht. Ich habe leider meinen ersten Shutter relativ unnötig an Vladimir abgegeben. Damage-wise ist das Ganze natürlich fein. Aber ihr seht ganz gut, ne? Also so eine Caitlyn, die da halt einfach mit ihrer Range arbeiten kann, ist da gut am Start. Ich hätte das Game allerdings gewinnen können, ne? Hätte ich einfach beim Ocean die Drake die Soul geholt, dann wäre es wahrscheinlich machbar gewesen. So war es natürlich deutlich schwerer, leider, muss man sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn eben so ist, dann lasst mir gerne ein Like da und schreibt auch gerne einen Kommentar rein. Ich lese sie alle. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Macht's gut, euer Johnny.